Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Yoshi's Crack House. Wobei, das ist auch so, ich weiß auch nicht. In erster Linie wollen wir das Crack haben. Es ist ja, der Name klingt auch so ein bisschen danach, als würde der ganze Hack in einem Crackhaus spielen. Aber wer weiß, vielleicht hat Mario auch einen endlosen Trip. Wir versuchen immer noch Satan zu finden und das hört sich jetzt sehr spannend an. Wobei, das er sieht mir jetzt nicht so aus, als wäre das Satan, zumal ich jetzt gar nicht weiß. Ich hoffe, ich krieg ein Safe State. Tatsächlich nicht, okay. Ja, das ist ein bisschen doof, weil ich auch gar nicht weiß, was ich da machen muss. Also klar, das war jetzt offensichtlich ein Geist. Aber ich habe jetzt keine Panzer gesehen, die ich auf ihn hätte werfen können oder so. Ganz, ganz komisch. War das schon direkt hier? Ah, okay. Das war halt wirklich nicht weit. Ja, mal schauen, ne? Meint ihr, die Kanonendinger penetrieren ihn? Also, dass ich quasi nur warten müsste? Ach, nee, die Dinger. Ah, das ist natürlich interessant, weil ich mir ja... Aber das kann ich nicht aufheben. Weil ich mir ja dadurch auch quasi... Nee, guck, hä? Ich kann nicht alle Steine aufheben. Der hat ja keine Hitbox, ne? Das ist immer so dieser Klassiker. Man muss da ja keine Angst haben. Ja, ich kann anscheinend nicht jeden Stein aufheben. Ganz, ganz komisch. Ja, warten wir nochmal. Okay. Drei. Ja, sehr, sehr schön. Nette Idee. Okay. Das klingt minimal runtergepitcht. Was heißt das klingt? Das ist minimal runtergepitcht. Okay, ich schätze, wir haben Satans Haustier penetriert. Oh, warte, das ist ja... Ah, stimmt ja, da war ja was. Fuck. Lights out. Leute. Ich wüsste da jetzt auf Anhieb nicht wo. Deswegen belassen wir es erstmal dabei. Und hoffen, dass das der richtige Weg ist. Oh nein. Der Hintergrund ist irreführend. Das ist ein Wasserlevel. Ja, danke. Das habe ich jetzt auch tatsächlich schon direkt bemerkt. It's not lava, it's just... Ja, also es ist aber auch nicht wirklich... Also es ist nicht Lava, was man ja auch durch den Hintergrund denken könnte. Sondern... Na, fuck. Habe ich denn... Ich bringe mich nochmal um. Ich weiß nicht, ob ich gespeichert habe. Es ist so einfach Orangensaft. Ja, lass mich mal kurz was testen. Ja. Ich wollte nur nochmal schauen, ob ich bei dem tollen Format Kaizo geht das aufgepasst habe. Ich hatte ja seitdem kein Wasserlevel mehr gespielt und... Japp, ich bin voller... Hab mich wassertechnisch voll unter Kontrolle. Sehr, sehr schön. Also wenn ihr nicht wisst, um was ich rede, schaut euch definitiv, wenn euch das Ganze gefällt, auch Kaizo geht das von den Rocket Beans an. Dort kriegt ihr eine Menge Tipps und Tricks zum Spielen von Mario Hacks. Ich habe jetzt hier... Ich kann den doch... Ach, schade, ich dachte, ich könnte den penetrieren. Ich habe jetzt hier unter anderem in diesem Hack auch schon sehr, sehr viele Sachen präsentiert, die... Ja, die man als normaler Mario-Spieler vielleicht gar nicht so weiß. Also, dass man beispielsweise... Danke für die Münzen, du Arschloch. Ich habe aber komischerweise wieder 72 Leben, ne? Dass man hier, wenn man unter Wasser ist und nach unten gedrückt hält, macht man keine großen Sprünge nach oben. Also keine Schwimmer. So sieht das ja normalerweise aus. Ja, warte. Ah, ich habe nicht so viel Zeit. So sieht das normalerweise aus und ich habe mich unter Kontrolle. Und andererseits kann man natürlich auch nach oben drücken und dann macht man umso höhere Schwimmer. Ja, also wirklich, habe ich es gerade gesagt, ja, ne, sehr, sehr empfehlenswert. Sehr, sehr schöne Moderatoren. Also nette. Und da hat es ein bisschen geleckt. Aber immerhin habe ich jetzt hier den Mittelpunkt. Das war ein bisschen komisch, nur dass ich da anscheinend... Oh, warte mal. Au. Oh. Okay. Ich dachte, das könnte ich jetzt einfach durchziehen. Ja, ne? So. Ich komme irgendwie nicht zum Ende dieser Thematik.
sehr, sehr empfehlenswert auf jeden Fall. Aber es würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr hier dranbleiben würdet. Da würde ich mir gerne mal... Ach, scheiße, er bringt er sich um. Aber wobei, ja, die Mühe ist das nicht wert. Ich hätte mir den jetzt gerne mitgenommen, weil man natürlich auch mit einem Panzer schneller unterwegs ist. Oh, warte mal. Ja, da hätte ich den Panzer auch beispielsweise verwenden können. Verpiss dich mal. Junge, Junge, wie nervig. Jetzt ist er wieder eingeschlafen. Das begrüßt man doch gerne. Dann einmal hoch. Der hält natürlich nicht ewig, klar. Das ist mir jetzt so spontan missfallen. Da beispielsweise, da hätte ich jetzt nach unten drücken müssen, habe ich aber nicht gemacht, aber egal, passt schon. So, jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, kriegen wir hier... Ja, wir kriegen hier trotzdem Bonuspunkte, ganz, ganz komisch. Obwohl wir ja unbegrenzte Leben haben. Ja, das war ein nettes Level. Weiß gar nicht, ob ich das wirklich als hart bezeichnen würde. Vielleicht, weil es... Vor allem, es ist ja... Der Schwierigkeitsgrad war ja sogar sehr hart, ne? Nicht nur hart, sondern sehr hart. Vielleicht von der Länge her... Aber ansonsten, ich weiß gar nicht, gab es da eben einen Mittelpunkt? Dann ja, habe ich ihn spontan vergessen. Also was die Kurve angeht, die Schwierigkeitsgrad-Kurve, so kann ich aktuell sagen, dass sie nicht stattfindet. Also vielleicht nach unten. Ich meine, so eine Kurve kann ja auch nach unten gehen. Hoffentlich habe ich da meinen Mund jetzt nicht zu weit aufgemacht. Okay, da ist schon mal nichts. Konnte man da hoch? Nee. Okay, da weiß ich mir jetzt spontan nicht zu helfen. Rätsel sind ja auch... immer sehr, sehr... subjektiv. Manch einem liegt das, manch einem nicht. Mal gucken. Ah, scheiße, ja. Schräg ballern geht leider nicht. Oh. Was stand da? Level you suck oder lol you suck? Ach, vorhin dachte ich auch, ich hätte Level abgelesen, aber da war wahrscheinlich der andere Teil der Nachricht verdeckt. Da werde ich doch hier verhöhnt von wem auch immer. Keine Ahnung. Manchmal ist es besser, wenn man nicht weiß, werde ich verhöhnt. Das sorgt nur für unnötig Stress. Also in den meisten Fällen, wow. Ja, der Drehsprung kam, aber er kam zu spät. In den meisten Fällen weiß man ja, dass das eh nicht der Tatsache entspricht oder dass die anderen, die einen dissen, einfach nur geistig behindert sind. Von daher, ja, lasst euch da nicht so viel triggern. Ich meine, das ist immer so. Wenn ihr von euch überzeugt seid, dann ist es doch egal, was der Rest sagt. Also klar, es gibt natürlich auch Leute, die von sich selber überzeugt sind, obwohl sie es nicht sein sollten. Aber so grundsätzlich, ja, die Leute leben aber, auch wenn sie es sich eigentlich nicht leisten können, sowas zu behaupten zu dürfen, sie leben ruhiger. Leute, die einfach auf die Meinungen der anderen scheißen, leben ruhiger. Also von daher, guckt euch da ein wenig was von den Leuten ab. Oh, schade, 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 schade. Das hätte ja funktionieren können. Okay, ganz, ganz komisch, dass ich es jetzt nicht mehr zum Sprungbrett schaffe, ne? Wenn es so weitergeht, werden wir das in dieser Folge nicht mehr erfahren, was da Phase ist, was man da machen muss. Das hatte ich doch, guck mal, das geht doch. Und der hat sich aufgelöst, alles klar. Okay. Hä? Ist das hier irgendwie... hier einen unsichtbaren... Ach ja, klar. Durch die Wolken kann man ja durchgehen. Oh, wow. Alles klar. So, eine Minute haben wir aber noch. Mal gucken. Ach, das ist... Ja, warum macht man sowas? Ja, vielleicht ist das... Ja, toll, Nachteil. Habe ich auch noch einen Nachteil von. Vielleicht ist das so ein Ding von wegen Mario kann nur... wieder ins Leben zurückgeholt werden, wenn er wieder 100 Leben hat. Aber dann hätte er ja, dann hätten wir ja mit 100 Leben starten müssen. Und wir haben ja mit 72 angefangen oder so. Wir müssen ihn halt jünger machen, ne? Ob wir es schaffen, ihn jünger machen zu können oder nicht, erfahren wir dann vielleicht schon in der nächsten Folge
von Let's Play Yoshi's Crack World. Ja, wie gesagt, bis jetzt sehr, sehr angenehm. Und vor allem dieser Gore-Faktor, Schrägstrich, dieser allgemeine Unterton, der hier in diesem Hack herrscht, gefällt mir sehr, sehr gut, weil das natürlich etwas ist, was man normalerweise so nie bei Mario sehen würde. Obwohl die Tatsache, dass Peach ständig entführt wird, auch in gewisser Weise schon einen gewisseren düsteren Faktor hat, ne, aber so, dass sie jetzt gekillt haben, das ist schon nett und ich hoffe, dass, ja, A, die Bitch eine Weile tot bleibt, damit Mario ein bisschen Ruhe hat und B, dass da noch mehr in diesem Hack kommt oder im Allgemeinen natürlich, dass mehr in, dass man in Hacks mehr sowas macht. Also es gibt schon diese reinen Horror-Halloween-Hacks. Wie gesagt, Call of Cthulhu Mario oder wie das da heißt und so. Also es kann schon mitunter ziemlich gruselig in solchen Hacks zu Gange gehen. Ne? Aber ja, sie sind tatsächlich noch in der Minderheit. Und es würde mich sehr, sehr freuen, wenn man da mehr zeigen könnte, gleichzeitig aber auch ungefähr diesen, wenn nicht sogar vielleicht ein bisschen besser oder von mir aus auch leicht schlechter, wenn man es schaffen könnte, mehr schwarzhumorische, düstere Hacks machen zu können, ohne dadurch gleichzeitig in die Troll-Schiene abzuwandern. So Lululul, ja, Lululul, dies, das und Kaizo-Blocks und so, ne? Also so wie das hier gehandhabt wird, finde ich das sehr, sehr gut. Ja, ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Ja, und schaut vielleicht auch, wenn ihr wollt, in die anderen Hacks rein, die hier parallel auf diesem Channel laufen. Jeden Tag gibt es 3 Mario-Folgen von 3 verschiedenen Hacks. Jeden Tag um 4 Uhr morgens. Ja, bis zum nächsten Mal. See ya.